Und schon wieder eine neue Rasse. Ja, auch das sind Windhunde. Sie haben eine schwarze Schnauze, haben beide die gleiche Farbe. Die gibt es wahrscheinlich auch in verschiedenen Farben. So, da ist das Herrchen, das Frauchen ist da. Wenn du dich mal kurz vorstellst, wie ist dein Name? Mein Name ist Ilenia. Ilenia. Ja. Du hast gleich zwei Stück? Bitte? Du hast gleich zwei Stück? Nein, ich habe noch viel mehr. Okay. Ich habe insgesamt 11. 11? Ja. So. Und das sind die zwei Jüngsten gerade. Das sind die zwei Jüngsten. Die sind jetzt, wie alt sind die? Wie alt? 5 Monate. 5 Monate sind die alt. Und wenn ich dich mal fragen darf, was ist das für eine Rasse? Ein Sluki. Ein? Ein Sluki. Ein Sluki. Ein nordafrikanischer Windhund. Ein nordafrikanischer Windhund. Der hat unglaublich Gefallen an meinem Mikrofon gefunden. Das haben die alle irgendwie. Da sind sie. Oh ja. So, von der Größe her, wie groß werden die ungefähr? Die Hündin so zwischen 65 und 70 cm und die Rüden, sag ich mal, so bis 75 cm Schulterhöhe. Bis 75 cm? Ja, so ganz grob. Und das Wesen, wie kann man die beschreiben ungefähr vom Wesen? Vom Wesen sind sie sehr selbstständig, sehr eigenständig. Man kann sie eigentlich fast mit einer Katze vergleichen. Ehrlich, oder? Ja, ja. Also sie machen eigentlich hauptsächlich ihr eigenes Ding und man hat immer das Gefühl, man selbst ist Personal für sie. Das heißt, das sagen aber ganz viele, dass Windhunde eigentlich sehr katzenartig sind, oder? Würdest du das auch sagen? Ja. So, die spielen die ganze Zeit miteinander, oder? Ja, im Endeffekt schon. Sie sind auch überhaupt nicht ausgelastet. Und ja. Ist aber sinnvoll, wenn man welche hat, dass man gleich zwei hat? Ja, es ist auf der einen Seite natürlich praktisch, weil sie sich natürlich immer miteinander spielen können. Es ist aber auch sehr anstrengend, na, weil natürlich immer zweimal Unfug und zweimal Erziehung. Ja. Da hat man schon was zu tun. Das ist schon eine Aufgabe. Das sieht jetzt böse aus, das ist aber ganz lieb. Ja, total. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also die spielen nur miteinander und versuchen sich im Endeffekt gegenseitig auszutesten. Die Grenzen. Bitte? Das ist jeweils die entsprechende Grenze, die jeder hat, oder? Das heißt, die testen die Grenzen aus? Ich habe sie immer noch nicht verstanden. Das sind die Grenzen, die austesten? Ja, genau. Ja, genau. So, das heißt, die spielen jetzt miteinander. Ist das auch schon Rangordnung so ein bisschen? Ja, so ein bisschen. Ne? Nicht wirkt. Ja, teilweise sicherlich schon. Aber mal so, mal so. Alles klar. Aber sie steht eh über ihr. Vielen Dank. Also sie hat Sagen von den beiden. Der Name von den beiden? Kairo. Kairo? Wie die ägyptische Hauptstadt. Und? Und der da? Kajol. Kajol. Kairo und Kajol. Genau. Dankeschön. Danke auch.